Bis zum neuen Schuljahr ist zwar noch etwas Zeit, aber trotzdem zog es einige Schüler der 4. Klasse in ihre vielleicht zukünftigen Klassenräume. Grund dafür war der Tag der offenen Tür am Samstag, den 11. Januar, im Plauner Diesterweg-Gymnasium. So nutzten an diesem Tag rund 200 Eltern und Kinder die Gelegenheit, die renovierten Räumlichkeiten der schulischen Einrichtung genau unter die Lupe zu nehmen. Wenn auch das Gymnasium hier und da noch einer Baustelle gleicht, so gab es gleich am Eingang für alle einen Lageplan mit den wichtigsten Zimmern und Fachkabinetten. Die mit einem Investitionsvolumen von 1,4 Millionen D-Mark angesetzten Renovierungsarbeiten sollen noch im Dezember dieses Jahres abgeschlossen werden. Doch was bisher fertiggestellt ist, kann sich sehen lassen. Im Computerkabinett, befindlich im Kellergeschoss, herrschte mit der meiste Andrang. Dort befinden sich auch die Räume des Werkunterrichts. Ebenfalls im rekonstruierten Nordflügel befindet sich im Erdgeschoss das Musikzimmer, das, wie alle umgebauten Räume, eine helle und freundliche Ausstrahlung besitzt. Das Zimmer für Kunsterziehung findet man auch auf dieser Etage. Im ersten Obergeschoss ist das modern eingerichtete Physikzimmer untergebracht, wo an diesem Tag so manchen die Physik des Alltags an verschiedenen Experimenten nähergebracht wurde. Aber auch das Lernen von neuen Sprachen, wie hier im Englischzimmer, sollte ein Besucherpunkt an diesem Tag sein. Im einen Stockwerk darüber befindlichen Biologieraum bestehen die Neuerungen vor allem darin, dass jeder Tisch eine separate Strom- und Wasserzufuhr besitzt. Auch die verkachelten Tische, die so ein Durchlaufen des Wassers verhindern, wären eine sehr positive Neuerung, so der Biolehrer Udo Lein. Auch in den Chemieräumen im dritten Obergeschoss sind jeweils zwei Fernseher montiert, die so den Lehrplan extra unterstützen können. Abschließend wäre noch zu sagen, dass bereits bei diesen Baumaßnahmen behindertegerechte Toiletten mit vorgesehen sind. Auch wenn unsere Schulen samstags normalerweise geschlossen haben, so war dieser Besuch doch für so manche Eltern und ihre Sprösslinge recht interessant.